Skiwürfelphilosophen. Rollenspieler sprechen über Religion, Gesellschaft und Philosophie. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Talkrunde. Wir haben uns zusammengefunden. Wir, das sind der Alex und der Zeitiger und der Jonathan. Und wir möchten zusammen ein bisschen über verschiedenste Themen aus Gesellschaft und Religion sprechen. Das hat jetzt überhaupt gar nie nicht so viel mit Rollenspiel zu tun, aber wir sind alles Rollenspieler, die mehr oder weniger Zeit in ihrem Hobby verbringen dürfen und schon lange verbracht haben. Das sind schon alte, weiße Männer, würde ich mal sagen. Okay, der Alex nicht. Ja. Könnte es gerade nicht richtig sehen, aber er widerspricht hier mehr per Handzeichen. Ja, nee, wir versuchen einfach ein bisschen über gesellschaftliche Themen und über Religion zu sprechen. Und vielleicht schlüpft dabei das ein oder andere Mal ein bisschen Rollenspielbezug durch, weil wir können ja nicht aus unserer Haut als alter Hasen. Und falls ihr jetzt hier einen von uns noch nicht richtig einschätzen könnt, wer wir sind und was wir so machen und welchen Blickwinkel wir auf diese Thematiken haben, werden wir gleich einmal rundum gehen und uns noch einmal vorstellen. Und falls ihr euch sagt, ich habe keinen Bock, irgendwie über solche Themen mir was sagen zu lassen von vier Männern in weiß und in gut situierten Umständen, wir versuchen gerne auch Gäste zu bestimmten Themen einzuladen, falls ihr euch da draußen ein Thema rauspicken wollt, was Gesellschaft oder was Religion angeht, vielleicht auch was Rollenspiel angeht, gehen wir auch ganz gerne, dann könnt ihr euch ruhig melden bei uns, einfach einen Kommentar hinterlassen, irgendwie versuchen, Kontakt zu knüpfen und dann stellen wir gerne Kontakt her und dann macht ihr einfach mit. Also es ist ja ein offenes Ding hier und wir freuen uns über jeden Besuch, den wir kriegen können. Fangen wir doch mal an beim Alex. Stell dich kurz vor und sag mal, aus welcher Ecke des Lebens kommst du in diesen Podcast hinein? Wo kann man dich denn irgendwie rollenspieltechnisch verorten und vielleicht sogar irgendwo sehen, hören, erleben? Hast du irgendwie ein Projekt oder sowas, woher man dich kennen könnte? Zu guter Letzt dann noch die Gretchenfrage, wie hältst du es mit der Religion? Ne? Okay, also das Witzige ist, also mein Nachname ist Gottschling. Deswegen bin ich im Internet als Official Gott unterwegs, damit ich den ganzen Nachnamen nicht ausschreiben muss. Also das ist schon mal der erste Verknüpfungspunkt zur Religion. Nee, also ursprünglich komme ich aus der DDR, bin auch noch gebürtiger DDR-Bürger und entsprechend habe ich das Getrennte der Religion vom Staat ein bisschen mit aufgesogen, so mit der Muttermilch. Und habe auch Naturwissenschaften studiert, weil das angesehen war eben in der Gegend. Und bin deswegen hier mit dem eher sachlich-philosophischen Blick, einem offenen Interesse an den Themen. Und gerade im Rollenspielkontext kommt ja Religion, Glaube und was eben damit zusammenkommt, immer mal wieder auf. Und dann fragt man sich auch, warum spiele ich eigentlich einen Kleriker? Was reizt mich daran? Also das sind so die Blickwinkel, die ich jetzt vielleicht eher mit reinbringen würde. So große Projekte wie Koali oder die anderen hier aus dem Rollenspielkontext oder so, habe ich gar nicht. Ich habe private kleine Projekte. Homebrewing an meiner Welt und mit meinen Freunden spielen. Ansonsten bin ich im Klimaaktivismus unterwegs, wenn ich dafür Energie finde. Und berufstätig im Nachhaltigkeitsberatungsbereich. Ja, cool. Und jetzt hast du eben schon vehement widersprochen, als ich uns alt genannt habe. Magst du verraten ungefähr, welches Zeitalter man dir zuordnen kann? Also offiziell zähle ich, glaube ich, als Millennial. Ich bin Jahrgang 86 und damit 35. Ja. Ja. Ist ja gar nicht so unwichtig zu wissen, irgendwie aus welchem Geburtsjahr oder ungefähr man irgendwie herkommt, weil ich glaube, das hat auch schon irgendwie Einfluss auf bestimmte Meinungen. Aber man konnte dich ja auch schon grob verorten, wenn du sagst, du bist in der DDR aufgewachsen. Das ist dann ja, die ersten drei Lebensjahre. Ich habe das eher noch so im Fahrtwind quasi mitbekommen. Genau, 35. Deswegen, ich habe auch nicht
irgendwie schon Nachwuchs kreiert oder ähnliches. Deswegen haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, also da haben wir schon eine religionskritische Stimme hier, die aber links mit Interesse auf das ganze Ding guckt. Und dann gehen wir mal rüber auf einen vielleicht Konterpart dazu, der Jonathan. Wo kommst du denn her? Wer bist du und was machst du so? Ja, ich habe auch eine lustige Verknüpfung zwischen Theologie und Rollenspiel, denn meine Rollenspielsozialisation bekam ich als Pfarrerskind in der evangelischen Jugendgruppe meines Nachbardorfes. Da haben wir im Kirchenkeller oder im Gemeindehauskeller gesessen und haben vor allem Shadowrun und World of Darkness gespielt, hatten da unglaublich viel Spaß und haben dieses und jenes und welches und alles ausprobiert. Ja, ich bin dann nicht deshalb, aber vielleicht auch deshalb Pastor geworden. Bin jetzt Pastor in zwei kleinen Dörfern vor den Toren Hannovers. Und ja, ich musste eben ein bisschen zucken, als der liebe Alex gesagt hat, ich habe da eher so eine sachliche Herangehensweise. Und dann dachte ich, Moment, meine Herangehensweise ist nicht unsachlich. Aber natürlich habe ich eine religiöse Perspektive auf diese Welt und ja, immer da einen kleinen Filter quasi im Hintergrund laufen. Und eigentlich, es ist eigentlich kein Filter, sondern es ist natürlich, ich habe eine bestimmte Brille auf. Der Alex hat halt eine andere auf und ich habe diese auf. Und würde mich selbst innerhalb der verschiedensten Strömungen, die es im Christentum gibt, eher so zu den linksliberalen Christen zählen. Also ich bin das Feindbild erstens aller Frommen, weil ich ein linksgrün versiffter EKD-Gutfinder, Gutmensch bin, der für Seenotrettung eintritt und der Gendern in der Kirche total gut findet und solche Geschichten. Ich würde mich selbst auch als Feminist bezeichnen. Und bin aber auch Feindbild der anderen, weil ich eben nicht in dieses Klischee des Christen, der alle Dinge für wahr hält, die in der Bibel stehen, eins zu eins, drin, der bin ich halt auch nicht. Und deswegen ist das auch für beide Seiten immer, den einen nicht zu lasch und den anderen nicht hart genug. Ja, und ich spiele auch heute noch, also gerade mit meiner alten Runde zum Teil wieder, spielen wir Shadowrun und ich war auch mal beim Koali zu Gast als Vampire Hunter. Da habe ich versucht, so einen Fundamentalisten zu spielen, einen amerikanischen, der richtig irgendwie die Bibel für wahrnimmt und so weiter. Und ich merkte immer mehr, wie schwer es mir fiel, dass ich es eigentlich nicht konnte, weil es mir so fern ist. Steckt ja in jedem Charakter, den man spielt, steckt ja auch viel von einem selbst. Und da merkte ich eben bei mir, das, was ich anvisiert hatte als Ziel, hat nicht funktioniert, weil ich habe es nie hingekriegt. War zu viel Distanz zu mir selbst irgendwie. Und ja, das war so eine für mich sehr, sehr spannende Erfahrung im Rückblick in dieser Runde. Ja, und ansonsten freue ich mich auf den Austausch hier, bin ganz gespannt und ja, gehe aber eben auch offen an die ganze Geschichte ran und freue mich. Ja, geht ja in die ähnliche Richtung, wie der Alex das eben auch schon gesagt hat, die Verknüpfung zwischen Rollenspiel und eigenem Empfinden der Welt, geht ja da irgendwie ein bisschen parallel, ne? Das sagst du jetzt eben ja schon, irgendwie bei Rollenspiel ist mal so ein bisschen das Ich mit dabei. Und Alex hat eben gesagt, warum spiele ich überhaupt einen Kleriker und wie mache ich das und so, ne? Das heißt, das, was man so an gesellschaftlichen Einflüssen und an religiösen Einflüssen bekommt als Individuum, geht man natürlich mit in sein Rollenspiel und kann natürlich im Rollenspiel sehr, sehr viel ausprobieren. Und manchmal klappt es halt einfach auch nicht, wenn man irgendwie versucht, einen Hardcore-Fanatiker zu spielen oder so und dann merkt irgendwie so, ich komme in diese Welt nicht rein. Ja, dann haben wir also jemanden, der irgendwie überhaupt gar nie nicht irgendwie religiös konnotiert aufgewachsen ist, jemand, der evangelisch aufgewachsen ist und sich auch dann weiter in seinem Leben dahin orientiert hat, bis ins Extrem, dass er nun ein Pastor ist.
Und dann haben wir jetzt noch, brauchen wir natürlich noch die römisch-katholische Blick, den römisch-katholischen Blick auf die ganze Sache. Allerdings mit so einem kleinen Twist, ne? Aber das Genau. überlasse ich dir jetzt zeitiger. Ja, ich bin ja hier im tiefsten Süden Deutschlands, an der Grenze zu Österreich, wo man für die Außenstehenden kein Deutsch spricht. Und ja, wo man einfach gut römisch-katholisch ist, wo man das schon immer schon so gemacht hat und so weiter und so fort. Aber ich bin selber ursprünglich als Sohn einer Protestantin, die nach Bayern so gesehen ausgewandert ist, aufgewachsen war, also ursprünglich evangelisch getauft, bin dann im Teenageralter bin ich dann ausgetreten, weil es einfach für mich nicht gepasst hat. Und bin jetzt so gesehen im Rahmen meiner Hochzeit mit meiner Frau in ein sehr katholisches Haus eingezogen, wo mein Schwiegervater Leiter der katholischen Bildungswerk war bis zu seiner Rente, wo mein Schwager so gesehen für die katholische Kirche immer noch arbeitet in München. Und ich natürlich entsprechend immer wieder auch gespiegelt bekomme, wie ambivalent auch die römisch-katholischen immer wieder zu ihrem Glauben stehen. Und natürlich die Religion ist eine, die Wirklichkeit das andere ist. Und ich selber für mich schon lange irgendwie gesagt habe, ich fahre eher die Philosophie, dass der humanistische Glauben, also dass man als Mensch das Gute im Menschen sieht, dass es einfach der Grundkern vieler Religionen ist. Nur ist der Weg, das zu vermitteln, halt immer eine andere, je nach Religion, weil es geht ja primär ums Geschichtenerzählen. Ob ich die Geschichte so gesehen über die Bibel, die Tora, die entsprechenden Niederschriften aus dem Islam folge oder dem buddhistischen Pantheon folge oder eben auch den hinduistischen. Das ist eine Frage der Geschichte und der Erzählung. Und das ist letztendlich auch die Brücke, die ich auch für mich immer so sehe, auch hinsichtlich völlig fiktiver Götterwelten, zum Beispiel im Rollenspiel. Ich habe ja sehr lange jetzt mich mit dem Thema des Ikonenglaubens zum Beispiel in Coriolis auseinandergesetzt, was ein komplett anderer Glaubensrichtung ist. Wahrscheinlich auch ähnlich wie dieser ganze Götterglauben in DSA, der mir leider fremd ist. Und das ist ein sehr interessantes Thema, wie eben man Moral in diese Gottheiten dann entsprechend rein manifestiert und sich vorstellt und sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist natürlich interessant, weil ich bin ja meistens Spielleitung und für mich ist eher so die Sache, okay, ich muss ja die verschiedenste Positionen ja einnehmen und dazu muss ich aber auch die Religion in dem jeweiligen Spiel verstanden haben. Und das ist halt ein eigenes, ja, Pet-Peeve, was ich jetzt lange jetzt vollzogen habe, weil Coriolis sehr religiös ist, obwohl ich selber gar nicht religiös bin. Um damit die Brücke dann zu schlagen zu Rollenspiel in diesem Fall. Ja, und abseits der Religion, wo bist du? Du hast ja schon gesagt, du kommst aus dem tiefen Süden Genau, ich Deutschlands bin in irgendwie. meinem alltäglichen Leben einfach studierter Informatiker, habe also so gesehen sehr viel mit Bits und Bytes zu tun und bin. Und das Einzige, was aus meiner Sicht in dieser Welt wirklich binär sein darf, sind eben der Computer, weil er halt so gebaut ist technisch. Aber dass die Welt binär ist, sagen, okay, es gibt Mann und Frau, nee, das ist Quatsch, weil allein wenn du einen einzelnen Schalter dazu legst, dann sind es schon vier. Wenn noch einen Schalter dazu gibt, sind es acht und das explodiert dann exponentiell. Und die Menschen haben immer noch ein Problem, Vielfalt und exponentielle Wachstum zu verstehen in den heutigen Zeiten. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, mal sich klarzumachen, die Welt ist nicht schwarz-weiß, sie ist auch nicht grau, sie ist einfach schlicht bunt und man muss es akzeptieren. Ja, genau. Und der Zeitiger kommt auch ein bisschen aus auch noch aus dem politischen Ecke, denn er engagiert sich ein bisschen in der Politik, auch Mitglied Ja, einer Partei, glaube ich, ne? genau, Und bin aktuell Mitglied bei der SPD, aber auch aufgrund von privaten Gründen eher aktuell wieder kurztreten dabei. genau, also haben wir von daher auch jemand, der vielleicht auch auf einige gesellschaftliche Themen, die wir vielleicht irgendwann noch besprechen oder heute noch besprechen, da auch noch mal einen speziellen Blick Genau, aber meine auf Meinung ist Dinge nicht hat. die Meinung der SPD. Ich bin sehr oft mit meiner eigenen Partei natürlich immer im Clinch und das ist auch normal dort. Genau, so sollte man irgendwie auch öfters mal generell auf Politik. Der Alex hat noch was zu sagen. Ja, was ich immer wieder vergesse, aber vielleicht in dem Kontext ist es gar nicht so verkehrt zu erwähnen, ich wurde tatsächlich noch evangelisch getauft. Also das
sollte ich vielleicht noch erwähnen, und dass meine Mutter auch Wert darauf gelegt hat, dass ich irgendwie die Kirche noch besuche, bis sie mich irgendwann gefragt hat: Alex, sag mal, wie hältst du es eigentlich mit dem Glauben? Hast du noch Bock drauf? Und ich so: Nee, da war ich 11. Also bis ich 11 war, war ich offiziell Christ. Also habe ich es eben falsch gesagt, ne? Also das ist gar nicht Du wusstest sozusagen. es nicht. Ja, genau. Also ich vergesse das auch mal gerne. Wir packen hier die Wahrheit aus. Hast du denn noch irgendwas irgendwie aus so der kindlichen Sozialisation irgendwie mitbekommen oder war es so ein typisches Taufschein irgendwie, ich bin getauft oder ich war mal in der Kirche, aber ich habe davon überhaupt gar nie nichts irgendwie verstanden mitbekommen. Also das Anliegen meiner Mutter war damals Tatsache auch, die Optionen offen zu halten, falls sich da was entwickelt, dass ich dann, also ich weiß nicht, ob das schwieriger ist, später reinzukommen, oder ob die Einstiegshürde am Anfang ganz gering ist. Sie hat halt alle ihre Kinder taufen lassen. Und ich glaube, wir sind mittlerweile alle ausgetreten. Und mitbekommen weiß ich, also das Einzige, woran ich mich erinnere, ist eben die Nicht-Motivation, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, bevor jetzt hier die Meldungen gleich alle durchrattern zu den bestimmten Sachen, ich sage noch ganz kurz was zu mir. Ich bin hier eigentlich nur der Moderator, ja? Also ich bin hier derjenige, der hier zwischen den Stühlen sitzen möchte, aber das kann ich nicht ganz, weil ich bringe natürlich auch einen Background mit und den solltet ihr natürlich auch wissen. Ich bin getauft auch ich bin getauft. Ich war in einem evangelischen Haushalt. Habe aber frühkindliche kirchliche Erziehung überhaupt nicht mitbekommen, bis ich zum Konfirmandenunterricht gegangen bin und hatte dann da mein, ja, ich möchte mich mit diesem Verein näher befassen, Ding. Habe dann Theologie studiert und arbeite jetzt auch für die evangelische Kirche als Kinder- und Jugendmitarbeiter. Also, dass ihr da auch Bescheid wisst, aus welcher Richtung ich da komme, falls ich denn mal was sagen sollte. Wobei mein Blick auf die kirchlichen Strukturen doch sehr, sehr kritisch sind. So, ja, aber dann hat der Jonathan eben ganz beim Alex schon mal die Hand gehoben und wollte was sagen. Genau, Alex, du hast ja gesagt, wie ist das eigentlich mit dieser Eintrittshürde oder so? Ich erlebe das ja nun oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, sie wollen die Kinder taufen lassen und dieses ja die Möglichkeit offen halten, dann konfirmiert zu werden und so. Das erlebe ich auch ganz häufig als Motivation. Das wird mir dann erzählt. Ich kann ja immer nur sozusagen das auch aufnehmen und registrieren, was mir die Leute meistens explizit sagen, manchmal kann ich ja so ein bisschen vermuten oder so und dem Gespräch noch nachgehen. Aber ich mache die Erfahrung, dass dieses Bedürfnis sehr häufig da ist und dann aber sozusagen also es mit der Taufe für die Leute oft auch erledigt ist. Also, wenn ich will, dass meinem Kind was wichtig ist, dann erzähle ich davon. Dann mache ich das mit meinem Kind. Dann, was weiß ich, gehe ich ins Fußballstadion oder gehe mit meinem Kind wandern und zeige ihm, wie schön die Wälder sind und wie schön die Berge in Bayern sind und so. Aber wenn ich sage, ja, mir ist das wichtig, dass mein Kind sich entscheiden kann, und dann hat es 13 Jahre lang eigentlich bis auf die Einschulung damit gar nichts zu tun und soll sich dann plötzlich entscheiden, dann, ich sage mal, ganz, ganz bisschen patzig, muss ich mich ja nicht wundern, dass das Kind dann sagt, nee, finde ich doof. Oder finde ich jetzt nicht so geil. Gibt dann ja auch immer wieder die spannenden Fälle, wo die Kinder sich ganz bewusst auch vielleicht in einer Art, in einer Akt, einer, einem Akt pubertärer Rebellion für Kirche entscheiden, bei irgendwie unkirchlichen Eltern, dann sagen, ja, klar, bin ich bei Jugendgruppe und sonst was dabei. Aber ich sage es auch selten. Deswegen, da musste ich daran denken, dass tatsächlich dieses, also zwischen der Absichtserklärung und dem, dass das Kind merkt, dass das den Eltern wichtig ist, da liegt oft ein großer Abstand, was ich persönlich immer sehr schade finde. Aber letztlich ist ja Glaube auch etwas, da kann man sich ja nur bedingt für entscheiden, weil man kann selbst sagen, ich probiere das aus und ich möchte das gerne,
Aber ob man das tut oder nicht, darauf hat man selbst keinen Einfluss, weil es sich auf einer anderen Ebene plausibilisiert für einen selbst als rein im kognitiven Entscheidungsbereich. Der Theologe sagt, also redet dann immer vom Heiligen Geist, der unverfügbar ist, und das heißt immer so schön, der Geist weht, wo er will, um eben zu sagen, dass es letztlich auch der Glaube, denn wir haben es ja, ist ja eine Antwort auf Gottes Handeln, so sagt der Theologe in mir, weil es eben dem Menschen nicht verfügbar ist. Und das macht das Ganze auch so schwierig. Man kann sich dafür den Arsch aufreißen und am Ende steht gar nichts da und manchmal macht man gar nichts und trotzdem hat die Person dann ein Erlebnis und ist am Ende gläubig oder danach. Wir hören schon heraus, dass sich Jonathan sehr intensiv mit solchen Fragestellungen natürlich auch beruflich befassen muss. Aber der Zeitige hatte eben auch noch was dazu Genau. zu sagen. Der Hintergrund, gerade in unserer Generation, Alex und ich gehören ja beide zu den Millenniumsgenerationen. Und da würde ich jetzt einfach auch sagen, unsere Eltern waren auch einfach dahinterher, dass sie sehr, für ihnen sehr wichtig war, dass wir gesellschaftlich irgendwo integriert sind. Dass Integration in Gesellschaften, sei es nun die evangelische Gesellschaft, die katholische Gesellschaft, Gesellschaften insgesamt, ist halt keine Einbahnstraße. Und es ist nicht einfach so, okay, ein Taufschein sorgt dafür, dass ich jetzt Mitglied in der Kirche bin. Formal ja, aber ich muss mich ja trotzdem engagieren. Das sieht man auch in anderen Vereinen und so weiter. Wenn du nicht anwesend bist, wenn du nicht Präsenz zeigst und auch Engagement dahinter zeigst, funktioniert das nicht. Deswegen zerfällt das ja auch an der Stelle wieder. Und besonders, wenn eben dann die Frage kommt, okay, dann machen wir jetzt Kommunion, Konfirmation etc. Da ist natürlich die Antwort dann von gerade Kindern, die das relativ schlicht sehen, ich habe mit diesem Verein nichts zu tun. Warum sollte ich jetzt meine Zeit da rein investieren? Und oftmals läuft es darauf hinaus, dass es dann mit Geschenken und Geld entsprechend von der Elternseite dann noch vielleicht noch motiviert wird, aber das ist auch nicht von Dauer. Das ist einfach nur dann das klassische Kapitalismus, das einfach sagt, okay, es bringt mir einen Vorteil, dass ich jetzt hier Zeit investiere. Ob ich danach wirklich dann daran glaube, ist eine andere Geschichte. Und das muss man halt auch unterscheiden. Und das ist eine ist halt, wie gesagt, Gesellschaft, das andere ist halt Glaube. Und das eine ist eigentlich hier die Hauptmotivation, nämlich dazu zu gehören und Anschluss zu haben, weil der Mensch ist halt ein soziales Tier. Ja, und wenn man mal ein bisschen weggeht von der Kirche oder von der Religion, das Gleiche gilt ja auch für, hast du ja gerade schon gesagt, für alle Gruppierungen, mit denen wir uns in der Gesellschaft so bewegen, ne? Also es gibt genauso gut, ich kenne das aus dem Ruhrgebiet, da, ne, irgendwie da ist es halt, wenn du die Familie geboren wirst, die Schalke 04 toll findet, dann ne, darfst du nicht Dortmunder werden oder so, ne? Und oder Karneval in Köln und Düsseldorf oder so oder in Mainz und Schützenfeste, sonstige vielleicht auch politische Engagement irgendwie. Ich kenne das aus einem Bekanntenkreis, wo dann die Eltern ganz stark in einer Gewerkschaft aktiv sind und dann irgendwie sich das auch diese Einstellung des Lebens halt auch auf die Kinder überträgt, einfach dadurch, dass sie es halt immer mitbekommen, wie gehandelt wird. Und da schließt sich ja dann ein bisschen der Kreis auch zu Jonathan, der eben mal gesagt hat, irgendwie, dass man nur so viel machen kann, wie man in Berührung kommt, ne? Und genau, wenn man halt mit der Gewerkschaft nicht in Berührung kommt, dann hat man auch kein Verständnis dafür, was die macht. Und dann ist man sauer, dass sie da irgendwie gerade einen Streik machen, obwohl ich in Urlaub fliegen will, ne? Ja, aber der Alex hatte gerade noch ein Anliegen. Ja, also was mir jetzt gerade aufgefallen ist, als ich Jonathan zugehört habe, also was ist Glaube und wie drückt man Glaube sprachlich überhaupt aus? Das ist, glaube ich, was, wo wir sehr lange brauchen werden, bis ich verstehe, was Jonathan meint. Also nur so als Full Disclosure, weil das sind so Aspekte. Also für mich ist, wie David das eben ja auch schon gesagt hat, oder du auch, Quali, das ist eher so eine gesellschaftliche Geschichte. Ne? So ein zwischenmenschlicher Zusammenhalt. Aber dass da ja wirklich irgendwas mehr dahinter steht. Aus der Perspektive kenne ich das gar nicht. Weil auch meine Eltern nicht religiös waren.
Ja, die wollten ja quasi bloß die Option offen halten oder irgendwelche gesellschaftlichen Erwartungen erfüllen und ein Verhalten zu Gott oder Religion, das ich hätte mit aufsaugen können, war gar nicht da. Ist ein bekanntes Phänomen, nicht nur aus dem Bereich, ne, irgendwie. Aber vielleicht gebe ich gleich mal den Ball an Jonathan weiter, dass er mal, das ist ein unglaublich schwerer Punkt, hast du ja gerade schon gesagt. Definier mal Glaube. Ich erinnere mich immer an meine Arbeit, wenn ich mit Konfirmanden irgendwie zusammenarbeiten soll. Da gibt es immer solche Paper, wo genau solch dieses Thema besprochen wird. Und ich komme da jedes Mal irgendwie, ich sehe jedes Mal in verzweifelte Gesichter. Auf der einen und in, aha, auf der anderen Seite, weil die einen begreifen es super schnell, die anderen bleiben da mit einem Blank Sheet zurück, einfach weil man bestimmte Punkte braucht, wo man irgendwie anknüpfen kann. Ansonsten bleibt das für einen, glaube ich, irgendwie ein Ding, wozu man einfach keinen Bezug bekommen kann. Und so eine genaue Definition ist halt auch schwierig. Natürlich gibt es im Lexikon Definitionen davon, so, aber ich glaube auch, dass die nicht auf alles zutrifft, wovon Religion oder wovon Kirche oder wovon Gesellschaft über Glaube redet. Aber wenn Jonathan gerade mit Glaube was ausgesagt hat, dann kann er das ja für sich mal versuchen zu umschreiben zumindest oder versuchen, einen Eindruck zu vermitteln, in welche Richtung er mal wollte mit diesem Begriff. Ja, yeah, no pressure though, Jonathan, no pressure. Ich versuch's mal. Also, ich habe da mal so zwei Ansätze. Der erste ist bei der Semantik des Wortes Glauben. Wenn ich sage, ich glaube, dann kann ich in der deutschen Sprache ganz unterschiedliche Dinge meinen. Ich kann sagen, ich vermute, weil ich es nicht genau weiß. Also, ich glaube, morgen wird das Wetter ganz in Ordnung oder so. Ich kann damit auch sagen, ich halte etwas für wahr. Also, ich glaube, dass der Koali hier keine Scheiße erzählt. Ich kann aber auch sagen, ich vertraue dem Alex, dass er es trotz der Anfragen irgendwie gut mit mir meint und mich hier nicht rösten will. Das ist dann schon die dritte Dimension. Also schon da gibt es verschiedene Ebenen, sich allein dem Wortsinn anzunähern. Und für mich hat Glaube viel mit dem Aspekt Vertrauen zu tun. Und sehr wenig mit dem für Wahrhalten. Also ich glaube zum Beispiel nicht daran, dass, also ich glaube nicht in dem Sinne von, ich halte es nicht für wahr, dass die Welt in 6 Tagen von Gott erschaffen worden ist. Da ist der Punkt Storytelling. Aber ich glaube trotzdem daran, dass diese Welt, so wie sie ist, gut ist. Und das ist ein Satz, der steht da auch in der Bibel, in genau demselben Schöpfungsbericht. Und für mich, das ist die andere Seite, die sozusagen für meinen Alltag noch viel wichtiger ist, ist Glaube, ein Beziehungsgeschehen zwischen Gott und mir. Ich fühle mich nämlich geborgen, dadurch, dass ich weiß, Gott ist da. Und woher weiß ich das? Jetzt komme ich wieder. Es ist auch immer so ein Kreis, in dem es sich bewegt. Und das ist das Schwierige, weil wenn man außerhalb des Kreises steht, sagt man immer, aber das ist ja ein Kreis, aber das ist ja ein Kreis, aber das ist ja ein Kreis, oder man sieht es gar nicht. Und wenn man drinnen ist, merkt man immer, egal wie ich mich bewege, ich kann aus diesem Kreis nicht raus. Und das macht es, glaube ich, so schwierig. Ich vertraue darauf, dass Gott da ist und dass er mich hält, egal was mir passiert. Weil. Und jetzt ist das ist der Kreis in meiner Erfahrung, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Und daraus hat sich dann diese für mich vorhandene Glaubensgewissheit entwickelt, dass es da etwas gibt, zu dem ich in Kontakt treten kann, mit dem ich eine Beziehung habe und aufgrund meiner Sozialisation, jetzt kommt der religionswissenschaftliche Teil in mir durch, nenne ich das Gott. Und glaube daran, dass Gott sich selbst in Jesus Christus so gezeigt hat, wie er will, dass wir ihn erkennen. Und hat uns dabei noch gesagt, wie er findet, dass gutes Leben geht. So, und gutes, jetzt komme ich auf die Gesellschaft, gutes Zusammenleben eben auch. Hat es dir ein bisschen geholfen, Alex? Also es klingt total schön, wie du das so erzählst.
Und das sind ja Bedürfnisse, die wir alle gerne erfüllt sehen möchten in unserem Leben. Ja? Also Geborgenheit, eine Zuversicht, ne? Das Vertrauen, dass die Welt gut ist und wir als Gesellschaft dazu beitragen, ich als Einzelner, als Teil einer Gesellschaft, aber auch durch das, was ich lostrete, hatten wir ja eben auch schon ein bisschen angeschnitten bei den ganzen anderen Strukturen, wo dieses gesellschaftliche Aufgefangen werden, füreinander da sein, sich auch wiederfindet. Ob das nun für einen Sportverein ist, oder eine politische Richtung oder irgendein Instagram-Influencer. Das gibt es ja in unterschiedlichen Abstufungen auch da. Aber ich habe auf jeden Fall rausgehört, du machst das nicht zum ersten Mal darüber reden. Ich würde ganz gerne mal den Zeitiger noch mal in euer Doppelgespräch mit hineinholen und würde einfach mal eine Frage stellen zu dem, was ich jetzt da aus euch beiden herausgehört habe. Hast du das auch so verstanden, dass es diesen Kreis gibt und wenn man wer außerhalb des Kreises ist, hat eigentlich es super schwer, den Kreis überhaupt erstens wahrzunehmen, zweitens zu begreifen und drittens da hineinzukommen? Was siehst du da irgendwie? Eine Möglichkeit, wie man diesen Kreislauf offener gestalten kann oder könnte, oder hast du da einen Bezug zu? Kannst du damit relaten mit solchen Systemen? Ich sehe das eher so als Bildnis, nämlich eine Frage der Perspektive, die ich entsprechend auf etwas werfe, aus welcher Perspektive ich das anschaue. Und um die Perspektive eines jemand anderen anzunehmen, muss ich ja letztendlich mich da hineinbegeben irgendwo oder wenigstens mich annähern. Wenn ich mit meinen Kindern mich unterhalte, dann kann ich das von oben herab tun. Das kommt immer schlecht. Weil ich dann auch, wenn ich runterkomme und auf Augenhöhe gehe, ist es eine andere Perspektive und eine andere Position. Und dann weiß die gegenüberliegende Person, okay, diese Person sieht wenigstens jetzt diese Situation aus meiner Perspektive, nicht von hier unten zum Beispiel, um es jetzt mal einfach zu formulieren. Und wenn ich aber jetzt so konträre Positionen halt habe und dann versuche, mit ihnen in Dialog zu kommen, dann ist das kein Dialog auf Augenhöhe. Das ist halt so eine Frage. Und die Problematik ist halt, das ist halt nicht nur eine Dimension, sondern viele Dimensionen, weil das ist der ganze kulturelle Hintergrund, die gesellschaftliche Einordnung, wo ich überhaupt stehe in der Gesellschaft, was für Möglichkeiten habe ich? Und das sorgt halt dafür, dass ich halt eine sehr konträre Perspektive haben kann, obwohl der Gegenüber sich vielleicht auf die Route begeben hat, aber er eben vergessen hat, dass die Person vielleicht wo ganz woanders hinguckt, zum Beispiel, um das Bild jetzt einfach zu halten. Und das sorgt eben dafür, dass man trotzdem aneinander vorbeireden kann. Und das zu erkennen, ist eigentlich das Schwierigste, zu erkennen, okay, habe ich auch wirklich alle Dimensionen, auf der ich sein kann? Und das ist ja nicht nur drei Dimensionen, sondern x Dimensionen. Macht es einfach sau, sau schwer, das sich reinzudenken. Und ich sage immer so, ich folge sehr vielen Leuten auf Twitter, die so gesehen eine relativ andere Meinung haben oder eine ganz andere Perspektive haben. Ich folge ganz bewusst verschiedenen LGBTQ-Leuten, um mir deren Geschichte anzuhören, um ihre Position besser zu verstehen und nicht zu sehr mit ihnen zu kommunizieren, sondern einfach nur zuzuhören, um einfach die Position zu lernen, um ein Bild davon zu machen und die Position zu ändern. Wenn ich jetzt von oben herunter rede, die nimmt mich nicht ernst. Oder sie denken, ich nehme sie nicht ernst. Und das ist halt doof. Das muss man halt verhindern. Und dazu ist eben zuhören. Das ist erstmal der erste Schritt. Ganz, ganz, deswegen habe ich jetzt auch hier ganz interessiert zugehört und versuche eben auch die Position von euch beiden auch so zu verstehen. Weil ich denke, Alex und ich sind relativ nah beieinander. Meine Position zu Nathan ist ein bisschen anders. Aber ich kann das durchaus respektieren. Das ist ja der erste wichtige Schritt, nämlich den anderen einfach wertzuschätzen und sagen, okay, das ist jetzt deine Position, ich kann sie annehmen und versuchen, auf Augenhöhe mit dir zu kommen, soweit es mir persönlich möglich ist. Dann frage ich doch direkt mal den Jonathan nach, so, um das nochmal festzuzurren mit dem Glauben. Ne? Du hast ja dieses Bild ja jetzt aufgemacht und jetzt haben wir ja vom Zeitiger gehört, dieses auf eine Ebene bewegen und das Zuhören. Es ist ja auch irgendwie so ein evangelischer Ansatz, zumindest mal gewesen oder bei manchen halt immer noch, dass das Zuhören immer ganz, ganz hoch steht und das Hören des Wortes Gottes, ja, irgendwie das wird ja immer hochgehalten. Aber das, was Zeitiger ja gerade ausgedrückt hat, ist, dass das Hören ja ein Schritt ist, den man erstmal, also der erste Schritt, den man gehen muss. Und meinst du, dass man durch das Hören
einen Eindruck von dem Kreis bekommen kann, den du aufgebaut hast? Ja, tatsächlich. Also, ich glaube schon, dass Erfahrung hören und Leuten zuhören ganz, ganz, ganz wichtiger Schlüssel dabei ist. Tatsächlich. Ist ja so, also ich habe ja auch einen bestimmten Seelsorgeansatz gelernt und da geht es, das heißt personenzentrierte Seelsorge, da geht es auch immer. Das Erste ist zuhören, beim anderen sein und mitkriegen, was ist eigentlich sozusagen bei dir los, was ist bei dir wichtig und so weiter. Und das ist tatsächlich ein erster riesiger, wenn nicht vielleicht sogar erstmal der größte große Baustein im Dialog miteinander. Da bin ich also definitiv dabei. Ja, Also ja. das Zuhören als erster Schritt auf den Kreis zu. Jetzt könnte ich natürlich ein bisschen ketzerisch nachfragen. Vielleicht gebe ich dann damit auch nochmal einen Gegner an den, also in Anführungsstrichen einen Gegner an den Alex weiter. Jetzt hast du ihm ja eben zugehört und du hast ja eben auch schon gesagt und der Zeitiger ja auch, könnt ihr das nachvollziehen, aber irgendwo ist ja der Schritt, wo ihr nicht mitgehen könnt. Das heißt, das reine Zuhören ist ja nun, wenn das so einfach wäre, ich höre jetzt jemanden einfach bei einer Predigt oder irgendwie, ich lese in der Bibel, keine Ahnung, oder irgendwas, oder ich höre jemanden zu, wenn er über seinen Glauben spricht und dann löst das irgendwas in mir aus oder so. Aber so ist es so? Also kann ja nicht sein, weil ich halte dich, Alex, zum Beispiel für jemanden, der sehr, sehr gut zuhören kann. Auch wenn ich dich nicht so besonders gut kenne, noch nicht. Aber ich halte dich so von dem, was ich von dir weiß, für eine solche Person. Meinst du, das funktioniert wirklich so? Oder welchen Schritt müsstest du denn nach dem Hören noch machen, damit du irgendwie jetzt so in den Kreis reinschnuppst? Herrlich, Quali, herrlich. Genau das wollte ich nämlich auch ansprechen. Ja, guck mal. Ja, das ist auf einer Wellenlänge hier. Ja, das Ding ist, ich habe auch so eine lustige Coaching-Ausbildung gemacht. Coach darf sich ja jeder nennen, ist ja nicht geschützt. Ich habe da halt das mitgenommen aus der Ausbildung, was für mich irgendwie relevant war. Und eins davon ist auch das Zuhören gewesen. Das wurde mir zumindest nachgesagt, ich kann das eh schon. Koali hat es auch gerade gesagt. Ich habe nochmal irgendwann auch gelernt, wie man das richtig macht. Und dann gab es ja halt dieses schöne Konzept des aktiven Zuhörens, um wirklich zu paraphrasieren und sich nicht selbst in das Gespräch einzubringen, sondern wirklich nur die andere Person reden zu lassen. Und das irgendwie mit Orientierung anbieten. Was ich aber jetzt gerade in Bezug zu Glaube feststelle bei mir ist, da ist natürlich so eine Barriere. Wenn Jonathan davon redet, dass Glaube irgendwie was über dem menschlichen Geist ist, oder wie du es vorhin genannt hast, du hast es deutlich schöner ausgedrückt als ich jetzt gerade, dann ist das für mich ein Begriff. Ich kann damit nichts verbinden. Und das ist ähnlich wie mit anderen Konzepten, die mir als weißer Mann fremd sind. Rassismus oder Sexismus werde ich nie erleben. Auch wenn ich als Ossi so ein bisschen Othering erlebt habe. Magst du den Begriff kurz mal auch mal erklären, weil der ist vielleicht nicht jedem bekannt? Klar, das ist so ein, ich weiß gar nicht, ob das unter Microaggression fällt, aber es ist so ein Begriff, der beschreibt, wenn andere Personen aufgrund ihres Erscheinungsbildes oder ihres Verhaltens quasi von der Norm, was auch immer dann diese Norm ist, abweichen, dass man das eben dann benennt und ausgrenzt. Also das Anderssein, in welcher Form sich das auch immer zeigt, meistens eben durch das Erscheinungsbild oder kulturelle Erscheinungsbild und dass dann eben eine Ausgrenzung erfolgt in dem sozialen Rahmen, in dem man gerade ist. Bei Genau. mir war es eben das nicht-ostdeutsch klingen. Oder ob ich schon Bananen kennen würde. Oder du lebst im tiefsten Bayern und kannst kein Dialekt sprechen. Genau. Ich meine, für uns ist das, mir sieht man es nicht an. Und ich habe es auch nie extrem erlebt oder ich konnte mich da auch immer rausziehen. Genauso, wo ich auch in Ostafrika gearbeitet habe, da wurde ich natürlich als Weißer gesehen
und damit objektifiziert als wandelnde Geldbörse leider auch, was ja auch stimmt. Also im Vergleich zu dem Landesdurchschnitt, keine Ahnung, war ich größer und konnte da dann eben mal so eine Objektifizierung nachvollziehen. Aber das waren alles so Elemente, die es mir erlaubt haben, Dinge nachzuvollziehen, die mir sonst komplett fremd gewesen wären, wie es eben der Glaube auch ist. Und ich glaube, ich müsste da wirklich, ja, ich glaube, da war es wieder, ich müsste wirklich sehr viel zuhören und so einen Erfahrungsaustausch miterleben, bis ich überhaupt Elemente aus meinem eigenen Erfahrungsschatz als, okay, da war ich wirklich dem Glauben nahe, oder einem göttlichen Ereignis oder wie man das auch immer nennen möchte, um überhaupt ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, was dann ja nach dem Hören und Zuhören auch kommt, ne? Der Bezug zu mir, der kommt ja dann danach, um auf deine Frage mal eine Antwort zu geben, Quali. Ja. Würdest du sagen, es benötigt nach dem Zuhören noch den Schritt der Erfahrung? Nicht immer. Also ich glaube, oder mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber wir haben ja Empathie. Ja, wir können ja uns in Menschen reinversetzen und Empfindungen teilen. Da gibt es natürlich Grenzen. Ja, also ich als Mann, auch als Cis-Mann, ich werde nie eine Geburt nachempfinden können. Das ist mir einfach nicht gegeben. Jetzt als ganz krasses Beispiel einfach. Da kann ich noch so viel Empathie mitbringen. Das sind Erfahrungsbereiche, da kann ich vielleicht Berührungspunkte mitfinden und immer noch empathisch reagieren, aber nicht die Dimensionen erreichen, die damit einhergehen. Auch wenn es natürlich als Vater werde ich auch irgendwann das Kind lieben, vielleicht auch direkt von Anfang an. Aber der ganze Prozess da drumherum ist für mich nicht so wie für eben die gebärende Person. Deswegen, ja, ich glaube, man kann das auch ohne eigene Erfahrungen bis zu einem gewissen Grad mitempfinden und miterleben, durchs Zuhören an sich. Ja, ich würde noch ein bisschen anderen Spin drauflegen, dahingehend, dass es gibt ja die klassische Debattenkultur, wie sie auch so in Debattierclubs entsprechend praktiziert wird, wo es einfach auch darum geht, dass man, wie gesagt, ja nicht nur zuhört, sondern eben auch entsprechend dann mit den Argumenten, die dann gefallen sind, entsprechend sich auseinandersetzt oder mit der Geschichte in dem Fall, je nachdem, wie man es aufbaut. Und dass man eben entsprechend dem Zuhören auch sagt, okay, ich höre mir das ja aktiv an. Und ich muss es ja dann für mich bewerten. Ist es für mich ein überzeugendes Argument oder ist es für mich ein Argument, was bei mir keine Wirkung hat? Weil man sollte ja in eine vernünftige Debatte, im Debattierclub, debattiert man ja auch probeweise auch Themen, die man auch von sich fernhält. Aber man muss eben entsprechend lernen zu sagen, okay, man geht entsprechend rein mit einer These oder einem Diskussionspunkt mit der Erwartungshaltung, widerlegt werden zu können. Und diese Grundhaltung, die Erwartungshaltung, ich kann widerlegt werden, wenn die Argumente meines Gegenübers besser sind als meine eigenen und dass ich das entsprechend auch einsehe. Und das ist ja das, was wir in der heutigen de internetgetriebenen Debattenkultur ein bisschen verloren haben, nämlich diese Erwartungshaltung zu sagen, okay, kann ich überzeugt werden, kann ich widerlegt werden mit meiner Haltung? Und wenn ich mir entsprechend das jetzt auf das Glaubenskonstrukt drüber setze und sage, okay, würde es mich entsprechend überzeugen in einer harten Zeit, wenn ich mit mir selber nicht im Reinen bin, in Gott so gesehen einen Haltepunkt für mein eigenes Empfinden zu finden? Oder wenn ich sage, okay, ich finde mir halt in meiner eigenen Familienumgebung, in dem sozialen Konstrukt, in dem ich schon unterwegs bin. Und da ist ja, wie gesagt, die Kirchengemeinde eine davon. Also deswegen kann man auch sagen, okay, vielleicht ist es ja nicht unbedingt der Glaube, der mich so gesehen an die katholische oder evangelische oder irgendwelche andere Kirchen bindet, sondern eher das soziale Konstrukt, dass ich entsprechend dort Rückhalt habe. Und eventuell sind dann die Überzeugungen, die Leute, dass sie sagen, okay, wir nehmen dich an, du bist einer von uns. Und das sind Argumente, die so jetzt sind natürlich komische Argumente in dem Sinne, aber das sind Argumente, die ich für mich mental dann sagen kann, okay, das ist für mich etwas, worauf ich Vertrauen ziehen kann, um jetzt mit Jonathans Brücke darüber zu bauen und sagen kann, okay, ich glaube den Leuten, ich glaube dem Netz, dass es mich halten wird, wenn es mir schlecht gehen wird, zum Beispiel.
Und das ist halt ein Argument, wo ich da stehe, okay, damit bin ich schon mal fein und sage, okay, das ist, überzeugt mich, dass ich schon mal hier einen Schritt vorwärts gehe. Kann aber auch genauso gut umgekehrt sein und sagen, okay, nee, gerade wenn man blickt auf das, was die Kirchen so in der Vergangenheit getan haben, das zerstört Vertrauen, weil ich sage, okay, die Institution hat so viel Dreck am Stecken, dass ich den einzelnen Mitgliedern leider nicht mehr vertrauen kann, weshalb da eine Vertrauenskrise effektiv herrscht. Und das auch so gesehen die Kirchen ja auch zu spüren bekommen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dann entsprechend alle Maßnahmen einzuleiten, um das Vertrauen wiederherzustellen. Und das ist halt ein langwieriger Prozess. Genauso im Politischen. Wenn ich da irgendwo sage, ich habe jetzt irgendwann ein Wort gebrochen und habe hier die Leute verraten, was man uns Sozialdemokraten immer gerne in den Kopf wirft, sieht man da, ja, in der Vergangenheit haben wir Mist gebaut, aber vertraut uns, dass wir das in Zukunft besser machen. Das ist halt sau schwer, Vertrauen aufzubauen. Das ist so und viel leichter, es kaputt zu machen. Und das ist halt, deswegen ist Zuhören dann umso eine sehr langwierige Geschichte, um wieder zu überzeugen, die Leute wieder an sich zu binden und so weiter und so fort. Deswegen, um da mal so eine andere Perspektive draufzulegen. Also ich habe jetzt rausgezogen zwei Sachen von euch, die ich nochmal auf den Jonathan, der wollte auch sowieso was dazu sagen, aber vielleicht gebe ich das nochmal pointiert an dich weiter. Ich habe jetzt bei Alex rausgehört, ein Problem mit der ganzen Sache ist das Verständnis in der Kommunikation, weil man nicht die Sprache nicht versteht, mit der kommuniziert wird, und dann hilft mir das beste Zuhören nichts, wenn ich die Sprache nicht verstehe, die da gesprochen wird. Und was ich von Zeitiger jetzt mitgenommen habe, ist die Einstellung, mit der ich in den Diskurs trete, und die Voraussetzungen, mit denen ich in die Kommunikation hineingehe, ist ja bei jedem anders und stellt auch bei jedem anders eine unterschiedlich hohe Hürde dar. Und man weiß in der Kommunikation vorher auch nie, wie hoch die eigene Hürde eigentlich ist, sondern erfährt sie vielleicht erst im Austausch. Und das Gegenüber weiß auch nicht, welche Hürde gerade übersprungen werden soll und wie hoch die ist. Und vielleicht kannst du mit diesen beiden Punkten gerade was anfangen oder was Eigenes dazu sagen. Und danach ist doch mal der Alex dran, der hat nämlich dazu auch nochmal was. Habe ich dich falsch verstanden eben, Alex? Also ich würde da gerne noch mal kurz reingrätschen wollen, bevor Jonathan, also wenn das für dich okay ist, Jonathan. Also sonst ist das ja hier auch so ein, wir geben dir immer was weiter. Aber ich habe da auch was, nämlich, also Kommunikation und die Erwartungshaltung oder auch die, ich sag mal, kulturelle Prägung, wie wir in die Kommunikation reingehen. Klar, es muss irgendwie ein gemeinsames Verständnis dafür da sein, welche Sprache wir sprechen und auch was wir mit den Worten meinen und in Verbindung bringen. Und auch die Erwartungshaltung, ich will jetzt zuhören, offen sein, oder will ich jemand anderen von meiner Meinung überzeugen, unabhängig davon, was diese andere Person hat. Ja, das ist ja jetzt mal zugespitzt das, was du gerade zusammengefasst hast. Also für mich war da am Anfang, als Jonathan erzählt hat, was Glaube für ihn bedeutet oder auch häufig sein kann, ist da nochmal ein Ticken anders. Weil eine gemeinsame Sprache, eine gemeinsame Kultur ist ja immer ein Thema. Also ich habe Nachhaltigkeitsberatungen in Banken gemacht. Deren Verständnis von Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitskultur war was komplett anderes von mir. Und auch die Erwartungshaltung, mit denen man dann miteinander geredet hat, ne? Also ich war da als Berater, soll halt was reinbringen und vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Ja, also das ist so ein Aspekt, der ja immer wieder auftaucht. Also gerade wenn man weit entfernt voneinander aufeinander trifft, ne? Ich als Ossi in Bayern wird auch meine Probleme haben. Aber ich finde, diese Würze Glaube, die hat dann noch einen anderen Aspekt für mich jetzt gefühlt. Oder du hast nur eine Erwartung, die vielleicht von dir auch befriedigt werden möchte, die vielleicht aber auch gar nicht da ist. Ich weiß es nicht, aber der Jonathan wollte, er zappelt jetzt schon die ganze Zeit.
Ja, ich will mal mit der Sprache anfangen. Es gibt ja also es gibt ja Religionswissenschaften, die versuchen sozusagen aus dem Standpunkt selbst einem Glauben nicht anzugehören, über einen Glauben, eine Religion zu sprechen. Und das Problem ist, also die, oder nicht das Problem, sondern die Begrenzung dabei ist, dass die immer eine Außenperspektive haben und somit bestimmte Dinge nicht erfassen können, weil sie die Innensicht nicht haben. Das liegt in der Natur der Sache. Genauso wie ich, wenn ich einen religionsphilosophischen Ansatz fahre oder einen religionsphilosophischen Gedanken habe oder versuche, meinen Glauben religionsphilosophisch zu vermitteln, habe ich ja immer noch meinen Glauben als Ausgangspunkt. Also in all meinem Reden bin ich mir sozusagen meiner eigenen Voraussetzung immer bewusst. Und das finde ich für das Thema Kommunikation ganz wichtig, dass jeder Mensch sich erst, also im Zuhören wird man sich selbst ja auch erstmal bewusst, wo stehe ich eigentlich? Und so sehr man da drauf gucken kann oder so, man kommt von diesem Standpunkt nicht runter. Es geht nicht. So. Ich kann ganz viel darüber reden, wie Christentum ist, aber sozusagen im Herzen finde ich es immer ein bisschen besser als alles andere, weil sonst wäre ich ja kein Christ mehr. Sonst würde es für mich ja nicht so viel dran hängen. Und in der Predigtwissenschaft sagt man immer, man kann also unterteilt in Reden über etwas oder Reden in etwas. Wenn ich so einen Dozierungston habe und sage, Gnade ist für mich bla 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 bla, dann ist das vielleicht unglaublich informativ, klingt wie eine Vorlesung und am Ende hat man viel über Gnade gelernt. Wenn ich aber sage, Gnade oder wenn ich beschreibe, ich kann es jetzt nicht aus dem Stegreif, ihr merkt, wie schwer mir das fällt, wenn ich beschreibe, wenn ich mich total ausgepowert habe beim Sport und dann was trinke, Schluck Wasser, wenn ich das als Geschichte erzähle, um über Gnade zu reden, damit kann jeder von euch was anfangen, weil jeder von euch hat schon mal Sport gemacht, hat totalen Durst. Und hat diese Erfahrung gemacht, an die kann ich dann anknüpfen. Und mit, ich sag mal, so einem Bild, Sprache ist ja immer ein Bild. Und wenn ich sage, ihr seht einen alten weißen Mann, dann sieht der eine, sieht Gandalf. Der andere sieht Jean-Luc Picard. Der nächste sieht den Weihnachtsmann. Der nächste sieht Helmut Kohl. Also jeder von uns hat dann ein anderes Bild im Kopf. Und so ist das auch mit Sprache. Ich glaube nicht, dass man sozusagen erstmal gucken kann, was meinen wir mit dem Begriff. Wir meinen immer leicht unterschiedliche Sachen, weil wir einen anderen Standpunkt haben. Und zum Thema Gemeinschaft und Glaube, da hat meine katholische Kollegin Lisa Quarch in einem Podcast ein wundervolles Bild benutzt, was ich für mich jetzt immer auf die Frage, warum ich Kirche brauche für meinen Glauben. Dann erzähle ich immer dieses Bild. Sie hat nämlich gesagt, ich brauche ein Dach für meine Seele und ich möchte unter diesem Dach nicht alleine sein. Ich habe das gehört und es hat mich so berührt, dass ich kurze Gänsehaut hatte, als ich es das erste Mal gehört habe, weil ich es ein so schönes, so treffendes Bild fand, was eben so viel Heimat für mich tatsächlich und so viel Gutes für mich hält, dass ich sage, ja, das ist ein Bild, damit kann ich gut leben. Und unter diesem Dach, da kann man Feste zusammen feiern, da kann man zusammen weinen, da darf man sich streiten, kann man alles machen, aber man ist eben nicht alleine. Vielleicht hat das eine geholfen und das andere wieder neue Assoziationen geweckt. Ich weiß es nicht. Das Gute an diesem Format hier ist ja nicht, dass wir uns gegenseitig überzeugen wollen müssen, sondern einfach, dass wir ins Gespräch kommen wollen. Gerne auch mit euch da draußen. Ihr könnt uns auch gerne Feedback geben, irgendwie, wo ihr hier in dem kleinen Gespräch irgendwie einen Haken gefunden habt, wo ihr, was haltet ihr denn
von Glaube, wie drückt sich der für euch aus? Könnt ihr die einzelnen Punkte von Zeitiger, Alex und Jonathan nachvollziehen? Wo würdet ihr da einhaken? Wo würdet ihr Kommunikation herstellen? Das würde mich dringend interessieren von Seiten derjenigen, die bis hierhin jetzt auch zugehört haben. Das ich gucke ein bisschen auch mit auf die Uhr und hätte als Abschluss nochmal so eine, vielleicht eine Frage, die alles so ein bisschen zusammenfasst an euch. Also erstmal stelle ich fest, dass wir hatten, bevor wir uns jetzt hier irgendwie miteinander verquatscht haben, gar kein festes Thema, über das wir reden wollten. Wir haben dann über Glaube gesprochen. Und ich stelle fest, dass ganz viel von dem, was wir hier besprochen haben, auf die Fragestellung passt, die der Alex auch ganz am Anfang des Podcasts hier der Folge auch irgendwie aufgeworfen hat. Denn wir sind ja alle Rollenspieler und ganz, ganz viele, wenn nicht fast alle, die hier zuhören, werden auch Rollenspieler sein oder es zumindest kennen. Und der Alex hat am Anfang gefragt, wie spiele ich denn jetzt meinen Kleriker? Und wir haben jetzt gerade ganz viel von Beschreibungen und Bildern und Erfahrungen und Sprache gehört. Und ich habe mal jetzt, ich würde ich ganz gerne vielleicht für die folgenden Folgetitel dieses Podcasts dann auch übernehmen, so als feste Institution für den Abschluss, weil wir kommen ja nun aus dem Rollenspiel. Das heißt, die letzte Frage ist immer, was hat das denn jetzt mit unserem Rollenspiel zu tun, was wir hier gerade besprochen haben? Denn ich glaube, und da können wir ja mal gucken, wie weit wir damit kommen mit unserem Podcast, jedes Thema, was wir hier über Gesellschaft und Glaube besprechen, hat irgendwo einen Anknüpfungspunkt im Rollenspiel. Und ich würde ganz gerne fragen an euch drei, die Erfahrung und das Zuhören und die Sprachbarriere und der Glaube, wo knüpft ihr da Rollenspiel an? Wo sind diese Dinge wichtig und wie bereichern die ein buntes Rollenspielerlebnis für euch? Ja, ich quatsche einfach mal los, weil ich das gut kann. Dann haben die anderen ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken vielleicht. Also das eine, was ich auf jeden Fall jetzt schon für mich mitgenommen habe, ist, also ich habe immer ganz begeistert und neugierig gelauscht, was Jonathan dann erzählt hat. Das ist ja auch eines der Kernelemente vom Rollenspiel. Ja, ich will ja wissen, was bei den anderen so vorgeht. Ich will ja wissen und nachvollziehen, was da in den Köpfen los ist, welche Geschichte erzählt wird. Jetzt ist nun das Ding so, dass wir uns ja jetzt hier in der realen Welt bewegen. Und da hat ja der Zeitinger auch gesagt, das Storytelling, ne, ist da ja auch irgendwie drin. Aber da ist ja auch mehr dahinter. Und dieses Mehr sieht für uns alle ein bisschen anders aus. Und das wird ja ein Stück weit durch im Rollenspiel jetzt ganz häufig ja die unterschiedlichen Gottheiten. Mir fällt jetzt gerade keins ein, wo es nur eine Gottheit gibt, wie beim Christentum, sondern es ist ja eher so ein Pantheon, wo man sich schnell leer wiederfinden kann, sag ich mal. Und da die Facetten irgendwie wertzuschätzen, das ist was, weil ich merke es selber, wenn ich mal einen Kleriker spiele, meistens sind es Tatsache Druiden, so als Nachhaltigkeitsfuzzi ist das ja irgendwie naheliegend. Das kann ich halt besser nachvollziehen, als da irgend so ein Paladin oder eine Gottheit, die auf Diebstahl aus ist oder so. Da fehlen mir die Anknüpfungspunkte. Aber sich da mal so rein zu versetzen, welches Bedürfnis denn da mit dem Glauben in Zusammenhang steht oder welche Erfahrungen dazu geführt haben, dass der Glaube so entstanden ist, das könnt euch auf jeden Fall jetzt schon mitnehmen. Ja, dann greife ich dann das mal auf, was der Jonathan am Anfang gesagt hat. Nämlich, der hat ja gesagt, er hat mal den Charakter in der Hunter-Runde gespielt, der eben nicht zu seinem, der hat eben den Charakter gespielt, der nicht zu ihm passt und der seinen Erfahrungswerten nicht entspricht. Und ich glaube, da kannst du dann auch irgendwie in Rollenspielerfahrung von die Begrifflichkeiten anknüpfen, oder?
Bei mir ploppte gerade ganz viel auf. Ich muss nochmal irgendwie sortieren. Aber ich denke mal an eine D&D-Runde zurück. Da war ich 16 und spielte einen Paladin, der fürchterlich naiv war, weil er nach D&D-Regeln lawful good sein musste. Der Dieb war also vorausgegangen, hatte die Feinde ausgekundschaftet und sagte dann immer, sieht sicher aus. Und mein Charakter rannte los und kein anderer Charakter aus der ganzen Scheißrunde ist so oft gestorben wie meiner. Weil meistens bin ich in irgendeine Scheißfalle gerannt und ich konnte am Ende den Spieler nicht mehr leiden. Ich habe den Spieler, auf den Spieler war ich sauer, weil ich wusste, der verarscht mich, aber ich konnte ja als Charakter nichts dagegen tun und fand das total kacke. Und da bin ich nochmal bei dem Punkt Zuhören und so. Es ist ja auch für mich, ich bin jetzt sozusagen, was das Spielleiten angeht, noch relativ neu unterwegs. Und für mich ist immer die spannende Frage zu gucken, was wollen eigentlich die Spieler? Und das sozusagen rauszufinden. Und das ist ja auch, wenn mir Leute begegnen, das heißt immer bei Smalltalks reden nicht über Politik. Und reden nicht über Religion. Ja, was machst du beruflich? Und es gab genug Partys im Studium, wo ich dachte, aber ich wollte doch nur mein Bier trinken. Und ich wollte nicht mit dir über deine tote Oma reden. 3 Stunden lang. So, dass ich irgendwann gesagt habe, ich studiere Geschichte, weil ich so viel Kirchengeschichte studiert habe. Und da ist aber eben immer die Frage, was wollen die Leute von mir? Will der eine mich jetzt sozusagen nur anpöbeln? Weil er Religion irgendwie kacke findet und mich für die Kreuzzüge verantwortlich machen? Will der eine jetzt seelsorglichen Beistand, weil seine Oma gerade gestorben ist und er nicht weiß, was mit der jetzt ist? Und hofft, dass sie im Himmel bei Gott ist und es ihr gut geht? Und so, und ja, das ist tatsächlich für mich immer eine spannende Frage, was wollen die Leute? Und komme ich da sozusagen, wie weit komme ich da mit meinem Zuhören und sozusagen, wo kann ich mich noch reinversetzen, um es jetzt nochmal ans Rollenspiel zu binden? Und wo merke ich auch, okay, da kann ich nicht mehr mitgehen, da ist für mich sozusagen auch der Weg der Begleitung irgendwie zu Ende oder wo will ich das für mich auch nicht? Also wo sage ich heute auch, nee, ich wollte jetzt aber, mach's gut, ich muss mein Bier trinken oder mach's gut, ich habe noch ein Bügeleisen auf dem Herd oder so. Also, das ist für mich ein immer wieder sehr spannender Punkt zu gucken, wo ist eigentlich sozusagen meine Grenze und wo ist mein Punkt, wo ich mitgehen kann. Wo will ich noch spielen, noch mitspielen und wo auch nicht mehr. Und ich merke, hier will ich sehr, sehr gerne, sehr lange mitspielen, weil finde ich super. Dankeschön. Ja. Ich ergänze kurz, bevor ich zum Zeitiger rübergehe, weil ich das gerade ganz cool fand. Die Erwartungshaltung der Spieler natürlich. Ne? Natürlich auch die Erwartungshaltung der Spielleitung. Und als Ergänzung noch, die zweite Ebene ist die Erwartungshaltung der Charaktere, die erstens euch begegnen und zweitens, die ihr selber verkörpert. Ohne eine Erwartungshaltung zu formulieren, was will dieser Charakter, wo kommt er her, wo will er hin, ist das alles ein bisschen schwierig in der Kommunikation mit anderen Charakteren, die einem in der Welt begegnen. Ja, und Zeitiger. Ja, wie ich schon eingangs gesagt habe, sehe ich ja Religionsgemeinschaften als eine von vielen kulturellen Gruppierungen. Und das Wichtigste, wie gesagt, bei dieser ganzen Zuhörgeschichte ist ja immer Brücken bauen und Analogien schaffen. Und gerade wenn man so im Rollenspiel versucht, den Leuten, wie gesagt, völlig fremde Welten zu erklären, kommt man nie drum herum, irgendwo einen Bezugspunkt zu finden zu dem, was die Leute kennen. Und ich fand das sehr interessant, dass es gab ja, ich mache ja wie gesagt auch Wesen im Königreich Bayern, was ja einfach, wir spielen im mythischen 19. Jahrhundert in Bayern, was zur Folge hat, dass natürlich alles römisch-katholisch gebildet ist. Und wir hatten die Situation in einem Abenteuer, wo ich dann den Spielenden so gesehen ein bisschen Brücke geben musste, weil sie eben keinen so religiösen christlichen Glauben lustigerweise hatten. Und da musste ich so gesehen aushelfen, ihnen zu erklären, dass sie vielleicht mit der Metapher der biblischen Plagen aus Ägypten daherkommen könnten, um entsprechend die sehr religiöse Gräfin davon zu überzeugen, dass das, was sie hier tun sollten, vielleicht richtig ist.
Und am Schluss wurde dann im Nachgang gesagt, eben aus dieser ITUT-Prämisse, Problematik heraus, wo dann es von der Gruppe hieß, von den spielenden Personen, wie war das jetzt genau mit der christlichen Metapher, die wir hier gerade jetzt gespielt haben, dank deiner Hilfe? Und dann musste ich denen erstmal das kurz erklären. Das ist so die Sache, wo du merkst, diese religiösen Geschichten sind so gesehen Fundament, was man ja hier gerne immer so als christliches Abendland immer so schön bezeichnet, aber keiner weiß genau, was dahinter zu verstehen ist. Es ist primär dieses Wissen um diese Geschichten herum. Und wenn du halt davon da raus bist, weil du zum Beispiel sagst, du bist Moslem und du kennst zwar die Geschichten, weil sie sind ja Teil des Korans, aber sie sind halt, da liegt ein anderer Fokus drauf, weil die haben halt noch weitere Geschichten da on top drauf. Genauso, wenn du dann mit dem jüdischen Hintergrund herkommst, den kannst du nichts mit dem Neuen Testament erzählen, weil die kennen diesen Hintergrund nicht unbedingt zwangsweise, außer sie wurden entsprechend von der ge umgebenden Gesellschaft dazu gezwungen, diese Geschichte zu kennen. Und das kannst du ja, und dann ganz weit kulturell reist, da wird es dann schwierig. Also deswegen mache ich zum Beispiel auch in meinen Erklärvideos zu Rollenspielen immer auch so Metaphern. Okay, was könnte man innerhalb der Nerdkultur auch kennen, um da wieder Bezugspunkte wiederherzustellen, weil du brauchst halt irgendwie Anknüpfungspunkte, um ein Bild für dich selber zu schaffen. Weil du kannst mit der reinen Information nichts anfangen, wenn du sie nicht irgendwo mit bisherigem Wissen verknüpfen kannst, weil so funktioniert das menschliche Gehirn. Genau, ja. Da hast du ein gutes Beispiel dafür genommen, wo das in deinen Rollenspielrunden mal Relevanz hatte, was wir heute irgendwie besprochen haben. Wenn ihr da draußen jetzt sagt, irgendwie, okay, die schnattern da jetzt irgendwie so eine Stunde oder inzwischen auch mehr da vor sich hin, wir wollen da mehr von. Wir gucken mal wie wir das, also wir haben das vor, hier regelmäßig einmal im Monat irgendwie durchzuziehen. Ich hoffe, dass wir das alle hinkriegen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr irgendwas haben wollt, was Alex Zeitiger und Jonathan miteinander besprechen sollen, dann haut das auch in die Kommentare oder in irgendwelche Infoboxen. Wir sind gerne für Themenvorschläge offen und wie gesagt, wir wollen hier niemanden irgendwie von irgendwas überzeugen. Wir wollen ins Gespräch kommen und wir wollen Problemstellungen aufzeigen und vielleicht Lösungsansätze oder Denkvorschläge machen, die es dann sich vielleicht lohnt nachzugehen oder auch nicht. Denn wir haben ja heute gelernt, bis zu einem gewissen Punkt kann ich immer mit und dann kommt entweder die Hürde oder die Sprachbarriere oder irgendetwas anderes. Aber ich versuche mich trotzdem mit dem anderen zu befassen. Und das ist der Zweck dieses Formats. Wir befassen uns miteinander, obwohl wir vielleicht nicht im Kreis zusammenstehen. Ja, habt ihr noch was zu sagen als Abschluss? Also ich stimme dir da voll und ganz zu. Diesen Austausch, ich habe ihn genossen. Und bin da gern dabei, das weiterzumachen, weil man lernt ja auch was über sich. Auch wieder was, was man im Rollenspiel macht. Ne? Andere Aspekte von sich selbst erkunden und mal mit anderen Sachen konfrontiert werden als dem lieben langen Alltag. Und glaube, das ist jetzt in meinem Lebensalltag nicht so häufig drin. Deswegen finde ich super. Gut, ich nehme das mal als Schlusswort. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit mir hier geredet habt. Vielen, vielen Dank für das spontane Themensuchen im Gespräch und für die tolle Zeit. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns und hören uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.